Hallo Freunde, herzlich willkommen bei Lana Luca. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Weihnachtstutorial. Und zwar zeige ich euch nämlich heute, wie ihr diese Schneeflocke häkeln könnt. Die geht ganz schnell und einfach. Und wenn ihr die nachmachen wollt, dann schnappt euch Wolle und Häkelnadel und los geht's. Ihr braucht natürlich Wolle, wer hätte das gedacht, und eine Häkelnadel. Am besten nehmt ihr eine, die eine Nummer kleiner bzw. auch zwei Nummern kleiner ist. Meine Wolle ist eigentlich für die Stärke 4 bis 4,5 ausgelegt und ich nutze jetzt hier eine Zweiernadel, damit die Schneeflocke eben schön fest ist und nicht so locker ist und dann rumwabbelt. Also nehmt da ruhig eine kleinere Häkelnadel. Dann braucht ihr natürlich auch noch eine Schere und eine Stopfnadel, um am Ende die Fäden zu vernähen. Wir fangen an mit einem Magic Ring. Dafür wickle ich den Faden dann einmal so um meine Hand drum, gehe dann von unten einmal mit der Häkelnadel durch, nehme den hinteren Faden, ziehe ihn nach vorne und fixiere das Ganze dann. Ich habe dafür aber natürlich auch ein Anfängervideo. Also wenn ihr nicht wisst, wie ein Magic Ring funktioniert, dann schaut euch bitte nochmal mein Anfängervideo dazu an. Das verlinke ich euch hier oben und auch unten in der Beschreibung nochmal. Dann machen wir jetzt 5 Luftmaschen und die ersetzen auch schon das erste Stäbchen. Das Grundlagenvideo für Stäbchen verlinke ich euch auch nochmal oben in der Infobox und unten in der Beschreibung. So, und danach machen wir dann ein Stäbchen, das heißt, wir schlagen einmal um, holen den Faden, ziehen ihn nach vorne, holen den Faden nochmal, ziehen ihn durch 2 Schlaufen und holen den Faden nochmal und ziehen ihn durch die letzten beiden Schlaufen. Danach machen wir jetzt 2 Luftmaschen und danach wieder ein Stäbchen. Und diesen Wechsel, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen, das machen wir dann jetzt die ganze Runde lang, bis wir insgesamt 6 Stäbchen dann haben, inklusive den ersten Luftmaschen, die wir ja gehäkelt haben. Und ich spule den Teil jetzt bewusst mal nicht vor, damit ihr das zeitgleich mit mir zusammen häkeln könnt und dann am Ende eben auch dann die richtige Anzahl an Stäbchen und Luftmaschen habt. Die Runde endet dann schließlich mit 2 Luftmaschen und wenn ihr soweit seid, dann könnt ihr einfach an dem kurzen Faden ziehen, damit sich der Kreis dann schließt. Und jetzt stecht ihr einfach in diese große Lücke ein und macht dort eine Kettmasche. So, und damit ist die erste Runde dann jetzt geschlossen. Die nächste Runde fangen wir dann wieder an mit 3 Luftmaschen, die dann als erstes Stäbchen zählen. Das heißt, wir machen da jetzt dann 3 Luftmaschen. Und danach dann 3 Stäbchen in diese Lücke hinein. Danach kommen dann 2 Luftmaschen und in diese nächste große Lücke machen wir dann wieder 4 Stäbchen rein. Und dann ist es immer im Wechsel, also 4 Stäbchen kommen immer in diese großen Lücken rein
und danach kommen dann immer zwei Luftmaschen. Und das machen wir jetzt die komplette Runde lang. Die Runde endet dann wieder mit zwei Luftmaschen und um die Runde jetzt zu schließen, stecht ihr einmal oben in die letzte Luftmasche, die wir am Anfang gemacht haben, wenn ihr da reinkommt. Bei mir war das jetzt ein bisschen frickelig, weil ich doch sehr eng häkel, aber irgendwann habe ich es dann doch hinbekommen. Ansonsten könnt ihr auch einfach in die Lücke da drunter reinstechen und dort die Kettmasche reinmachen. Also es muss nicht in der Luftmasche an sich sein. So, und jetzt sind wir auch schon bei der letzten Runde angekommen. Wir machen jetzt in die nächsten drei Maschen jeweils eine Kettmasche rein, bis wir dann an dieser großen Lücke wieder angekommen sind. In die große Lücke kommt dann jetzt das erste Muster rein. Dafür machen wir eine Kettmasche in diese große Lücke, danach drei Luftmaschen wieder eine Kettmasche, danach dann fünf Luftmaschen wieder eine Kettmasche, jetzt kommen sieben Luftmaschen, wieder eine Kettmasche, dann wieder fünf Luftmaschen, eine Kettmasche,
3 Luftmaschen. Und noch eine letzte Kettmasche. Da, wo dann die 4 Stäbchen von der Vorrunde sind, machen wir jetzt jeweils wieder eine Kettmasche rein. Und ihr müsst darauf achten, dass ihr die erste Masche dann nicht verdeckt, weil bei mir war die tatsächlich nicht so gut sichtbar und im ersten Durchgang habe ich die nämlich übersehen. Und das soll natürlich nicht passieren. Also achtet darauf, dass ihr dann jetzt tatsächlich diese 4 Kettmaschen macht in die Stäbchen, in die 4 Stäbchen von der Vorrunde. Wenn ihr dann jetzt bei der nächsten großen Lücke angekommen seid, dann macht ihr dort das gleiche Muster rein wie schon bei der ersten großen Lücke. Also ihr fangt mit einer Kettmasche an, macht dann 3 Luftmaschen, danach dann wieder eine Kettmasche, dann 5 Luftmaschen, eine Kettmasche, 7 Luftmaschen, eine Kettmasche. Danach wird es wieder kleiner, also dann kommen wieder 5 Luftmaschen, eine Kettmasche und zuletzt 3 Luftmaschen und eine Kettmasche. Übrigens könnt ihr die schriftliche Anleitung dafür auch auf meinem Blog nochmal nachlesen. Also wenn euch das jetzt zu schnell sein sollte, wenn ihr da nicht richtig hinterherkommt, dann schaut gerne bei mir auf dem Blog nochmal vorbei. Ich verlinke euch die Seite unten in der Beschreibung. Dann könnt ihr da nochmal nachschauen und ganz in Ruhe das Ganze dann nochmal Schritt für Schritt schriftlich durchgehen. Dann achtet wieder darauf, dass ihr die nächste Masche nicht überdeckt, weil da kommt jetzt wieder eine Kettmasche rein und danach dann noch weitere 3 Kettmaschen. Und das Ganze wiederholen wir jetzt bis zum Ende der Reihe, bis wir am Ende angekommen sind. Immer 4 Kettmaschen in die 4 Stäbchen der Vorrunde und in die großen Lücken kommt dann immer dieses Muster rein. So, da sind wir jetzt am Ende angekommen. Ich mache jetzt hier noch meine letzte Kettmasche und dann kann ich den Faden auch schon abschneiden und vernähen und dann ist meine Schneeflocke fertig. Wenn euch meine Anleitung gefallen hat, dann würde ich mich wirklich wahnsinnig über ein Abo von euch freuen und hinterlasst mir doch auch gerne Feedback in den Kommentaren und schaut gerne bei meinen anderen Videos vorbei. Bis zum nächsten Mal und frohe Weihnachten!